Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Heute zeige ich euch, wie man so ein hübsches Blumentäschchen machen kann. Ich finde das einmal, ja, irgendwie schon fast wieder ein bisschen herbstlich von den Farben. Erinnert mich aber auch an eine Sonnenblume. Kann man natürlich auch in ganz anderen Farben machen und das passen. Beispielsweise, hoppala, zwei kleine Schokoladentafeln da rein. Ja, gemacht ist die Verpackung eigentlich sehr schnell. Da brauchen wir einmal den Papierschneider und ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Espresso genommen mit den Maßen 8 x 9,5 cm. Der wird jetzt auf der langen Seite gefalzt bei 4 cm. Und bei 5,5 cm. Auf der kurzen Seite jeweils bei 1,5 cm. So. So sollte das Ganze dann aussehen. Dann werden jetzt hier die kleinen Laschen eingeschnitten. Und ich schräg die dann immer noch ein bisschen ab. Und dann knicke ich meine Falzlinien einmal alle nach. Täschchen wird jetzt so zusammengeklebt, dass das gleich so aussieht. Das heißt, ich nehme jetzt hier das stark haftende doppelseitige Klebeband und packe mir das einmal hier auf die Lasche, die ich dann gleich hier so reinklebe und an zwei der Seiten laschen. So beim Zusammenkleben darauf achten, dass das hier unten schön sauber abschließt. Genau wie auf der Seite. Hier kann man jetzt einfach, wenn man das zusammenklappt, schön darauf achten, dass diese Kante schön auf der Falzlinie liegt. Dann braucht man das hier nur noch so rüberlegen und festdrücken. Übrigens auch ein super Täschchen, um mal so ein bisschen Papierreste loszuwerden. Eben hier braucht man nur ein kleines Stückchen Papier. Für den Henkel brauchen wir ein Stück 21 x 1 cm, der dann einfach hier reingeklebt wird. Ungefähr 2 cm tief. Das mache ich jetzt einfach schon mal. Also 1,5–2 cm. Je nach Geschmack, wie weit das oben rausgucken soll. Man sieht, den braucht man jetzt auch vorher nicht übers Falzbein irgendwie schon abrunden. Der macht von sich aus einen sehr schönen geschwungenen Bogen. Jetzt steht schon mal unser Grundgerüst. Machen wir uns an die Deko. Dazu habe ich jetzt das Stempelset Flower Patch verwendet und die passenden Framelits, mit denen ich das alles so super ausstanzen kann. Ich
Hier das Currygelb habe ich einfach mit diesem Framelit ausgestanzt, ohne irgendwas drauf zu stempeln. In Espresso habe ich auch auf Espresso diesen Stempel hier abgestempelt. Und wie ihr seht, auch wenn das die gleiche Farbe, also Espresso auf Espresso ist, Finger mit eingefärbt, sieht man das sehr schön. Und ich mag das halt, wenn das so ein bisschen Ton in Ton ist. Und das kann ich dann gleich mit diesem Framelit ausstanzen. Und dann brauche ich noch Flüsterweiß. Habe jetzt diese Stempel zunächst verwendet. Den großen, also komplett flächigen, stempel ich auf Flüsterweiß ab. Ich mache das jetzt einmal erst auf Schmierpapier. Soll ich zeigen? Also man muss richtig dolle drücken, damit das gleichmäßig wird. Ansonsten kann man sich halt mit dieser Unterlage auch behelfen. Weil diese ganz, ganz glatten Stempel, gerade bei diesen durchsichtigen, den fehlt ja dazwischen dieser Puffer, den man bei den Gummi- oder Holzstempeln hat, kann das sonst schon mal passieren, wenn man den nicht richtig gleichmäßig, Knoten in der Zunge, nicht richtig gleichmäßig aufgedrückt hat, dass da eine Luftblase drunter ist und das keinen sauberen Stempelabdruck gibt. Und da hilft einem das auch noch mal ein bisschen weiter. Also wie gesagt, in Osterglocke stempel ich den jetzt auf Flüsterweiß. Zweimal, weil ich die Tasche von beiden Seiten dekorieren möchte. Dann nehme ich mir diesen Stempel und Currygelb und setze den jetzt da drüber. Der ist jetzt nicht gleichmäßig. Das sieht man ja mal. Hier guckt ein Blütenblatt weiter raus. An dem orientiere ich mich auch. Ich habe jetzt die Stempel so aufgeklebt, dass das auch hinhaut. Das heißt, wenn ich darauf jetzt achte, dass ich mal gerade ein bisschen näher ins Bild komme. Passt das auch aufeinander. Dann habe ich jetzt noch diesen Zackerling. Den habe ich jetzt auch wieder in Osterglocke abgestempelt. So, noch einen kleinen Trick, wie ich ja gerade schon sagte, am besten einen von diesen ganzen Blütenblättern raussuchen, der besonders auffällt. Für mich ist das immer diese hier, die so weit rausguckt. Dann weiß ich nämlich auch, wie ich den Framelit darüber lege, denn ansonsten, ich meine, das passt das sonst einfach nicht so gut. Für dieses hier gibt es einen ganz netten Trick. Und zwar seht ihr, hier ist immer eine große, eine kleine Blüte. Nur an der Stelle haben wir direkt nur zwei große, ohne dass dann kleine zwischen ist. Und das suche ich mir einfach. Dieser, wo dieser kleine Zacke drin fehlt. Und dann weiß ich auch, wie ich den hinlegen muss. So, ich kurbel das Ganze mal eben durch die Big Shot und bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt alles ausgestanzt. Gehe dann mit den Kanten einfach leicht über mein Falzbein, dass sich die so ein bisschen nach oben wölben. So, diese
klebe ich jetzt einfach mit Dimensionals hier drauf. Dabei achte ich jetzt, dass immer jeweils ein lange von diesen Zacken hier in so ein Blütenblatt reingeht. Kann man natürlich auch genau versetzt machen. Dann klebe ich mir hier die braunen. Direkt auf das Currygelbe drauf. Und das Ganze dann wiederum mit Dimensionals hier rein. So, dann nehme ich mir mein Täschchen. Hier sieht man das. Das habe ich jetzt direkt angeklebt. Nicht auch noch so hochgepoppt. Das heißt, ich mache jetzt ungefähr auf die halbe Blüte mit ein bisschen Platz zu den Rändern, weil die ja hier überstehen, klebe und klebe mir das hier auf. Dabei achte ich darauf, dass hier unten jetzt nichts übersteht, damit das Täschchen halt stehen kann und nicht ins Kippeln gerät. Das ist jetzt der Vorteil bei dem Tombow. Ich kann das noch ein bisschen hin und her schieben, bis ich das so habe, wie mir das gefällt. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Habe ich mir hier noch einen Strassstein genommen und setze den hier mittig. Hoch. Wo wir gerade mittig sagen, mittig in die Blume. Dann haben wir noch mal einen netten Blickfang. Ja, und fertig ist das Blumentäschchen. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Gerne als Kommentar hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Den Link zu den Projektdetails, sprich den Papiermaßen, findet ihr auch immer in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel, als euch ganz herzlich fürs Zuschauen zu danken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.